du dir eigentlich nicht mehr anbauen? Einsteigen brauchst du jetzt noch nicht. Einsteigen, steigen, das brauchst du jetzt nicht mehr. Der macht das so. Grüner wird's nicht. Das ist auch ein automatisch. Ja, das ist auch automatisch. Die Autohupe? Die Autohupe macht automatisch. Hat sie jetzt? Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, ja. Wie? Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, ein kurzer Achtungsstopp. Ja, reinkommen. Ja. Wurde jemand also in die Halle gestellt und keiner da draußen, dann wir brauchen wieder Unterschrift. Da war die Jagd, also wir checken die Unterschrift von der Tür aus, das war durchnummeriert und dann haben wir gesagt, wir haben es geguckt, wir sind berufsfähig. Jetzt müssen wir schnell das Geschäft jetzt dafür wieder ändern, denn sonst könnte ich nie wieder hin. Nee, also wie ich das, ich muss den Höchstfall sowieso nennen, den Heißigkeit. Auch wenn ich bedenke, dieses Dringending da in Merzburg, wo als Föder haben wir dann ja, aber irgendwie, also lange kannst du ja noch so ein bisschen was mitnehmen eigentlich, ne? Wenn es nach Maschen geht, ja. Haben wir, stimmt. Wenn du nicht da hinten haben, meine Rangierer und sagst ihnen, dass du was Gelbes mitnimmst. Gelb-Rot. So gut als auch. Der Rangierer, hat ihr da was Gelb-Rotes irgendwas? Ja. Was so, der Wagen ist dran. Der Wagen ist dran, wunderbar. Dein Käppchen hast du auch. Mhm. Was ist es? Ist es jeweils Ende des Jahres oder wann steht das? Hier rum, alles was davor kommt, 6 ist das hier. Oder? 4, 5, hier. Das ist lange, was hier vom Motiv ist, die Menge durch. Wie war ich da hinten? Oh, das auch reicht. Okay, und in 6 vorkommen, den Wagen einfach stehen lassen. Was riecht denn hier so? Elektrisch? Ja, der hat auch voll. Hat er auch gerade gestellt, insofern. So, ich habe ein paar Güterwagen mitgebracht. Das ist schön. Ich nehme die gerne. Nee, na ist ja wurscht, dann habe ich das Kreuz hier nicht gemacht. Okay, dann jetzt Zugmeldung. Nimmst du den 8115 an? Hi Ulrich. Ja, der Zug findet gar nicht so schön. So ist schön. Ah, da ist er ja. So. Noch weiter? Hier ist der Bahnsteig. Weiter.
Noch weiter? Weil hier ist nämlich die Ja, hier ist Vega, der 4451 mit Schluss in Vega. Die zieht dann immer die Daten ja. Richtig. Das riesige Gleisfeld da geht. Weihnachtsfest von da. Aber ohne Dekorer von Weihnacht, ja, den habe ich einbauen lassen. Die sind doch früher immer ziemlich geheizt mit den Dingern, ja, also mir kam der immer sehr schnell vor. Spät. Kannst zum Tank fahren. Bis zur Tankstelle. Ganz. Die 94 auf.
Durchgemeldet ist morgen. Ein Schalter scharf gemacht, jetzt leuchtet die Lampe. Jetzt betätigst du den Gleiskontakt, die gelbe Taste. Jetzt fängt die Lampe an zu blinken. Als Räumungsmelder, aha, der Zug ist gefahren. Jetzt. Ich komme gleich. Wie kommst denn du noch her? Ich habe völlig Verspätung, ich komme aus Riga nicht raus. Deswegen. Normalerweise die Überzugleitung ist, haben wir lassen den Halt in Ebert ausfallen und machen den Fußzufahrtverkehr nach Bettenheim. Aber es ist Moment, was willst du denn? Die Fließen werden gehen nach Becker. Da muss Wege dir die Erlaubnis geben. Vega hat sie zum angenommen. Ja. Dann rufst du dir jetzt Vega nochmal an und sagst, du willst die Erlaubnis haben. Aha. Das ist ein Thank you.
Die rangieren die Schaukeln. Und dann habt ihr sicherlich eine Wagenkarte für den Wagen. Die hätten wir gerne. Wieder. Zu Fuß aber dann. Vorhin schon gereicht, nur mit einer halben. Also. Weißt du schon? Bis drauf. Pass. Pass? Pass. Stell die weich. Ist die weich gestellt? Feierabend. Feierabend.